Hallo Leute, ich habe hier mal wieder ein neues E-Bike, das ich euch vorstellen möchte. Und zwar handelt es sich hierbei um das Fischer Montes 2.0. Dieses ist ja relativ baugleich mit dem neueren Modell, das Fischer Montes 2.1, welches jetzt am Markt ist. Wenn ihr euch jetzt für dieses Modell interessiert, dann habt ihr hier dann, denke ich, doch einen relativ guten Überblick mal, was diese Einsteiger-Mountainbikes von Fischer so alles können. Und ja, das wollte ich euch jetzt einfach mal vorstellen. Wir sind ja hier auch wieder so in der Einsteigerpreisklasse unterwegs und ich denke, dieses E-Bike bietet dafür doch ganz schön viel tatsächlich sogar. Ich fange mal wieder mit der Bedieneinheit an, so wie ich das immer so mache. Ja, das ist eine ganz normale LED-CAN-Bus-Beleuchtung, wird das bei Fischer genannt. Wir haben vier Tasten, wobei die Beleuchtungstaste bei diesem E-Bike ohne Funktion ist. Wir haben die Plus-Taste für die Fahrstufen, wir haben die Minus-Taste für die Fahrstufen. Mit der Minustaste wird außerdem auch die Schiebehilfe aktiviert und wir haben die Power-Taste, damit wir das E-Bike ein- und ausschalten können. Das wird alles hier geregelt, sehr intuitiv auf jeden Fall. Verbaut ist am Unterrohr ein 48 Volt Akku sogar mit einer Kapazität von 422 Wattstunden. Ja, das ist so ein typischer Einsteiger-Akku. Damit kann man laut Fischer eine Reichweite von 60 bis 120 Kilometern erreichen. Die 120 Kilometer sind ein bisschen hochgegriffen, denke ich. Aber das werden wir auf jeden Fall gleich im Fahrtest gemeinsam herausfinden. Und ich habe das E-Bike auch selber schon für meinen Blog ein bisschen getestet. Der heißt ebiketester24.de. Da könnt ihr auch noch einmal den gesamten E-Bike-Test schriftlich nachlesen. Verbaut ist ein natürlich 48 Volt Bafang Heckmotor. Dieser soll ein maximales Drehmoment von 45 Newtonmeter erreichen. Ich kann auf jeden Fall jetzt schon einmal vorwegnehmen, das erreicht er auch definitiv. Das ist eine sehr, sehr ehrliche Angabe bei diesem Heckmotor. Aber das seht ihr gleich auf jeden Fall noch mal in meinem Fahrtest, was ich dazu noch so zu sagen habe. Verbaut sind außerdem hydraulische Scheibenbremsen sogar. Sehr, sehr erfreulich. Die sind vom Hersteller NAT, bieten wirklich einen sehr, sehr guten Druckpunkt. Rechts wie auch links sind die hydraulischen Scheibenbremsen hier verbaut. Vorne mit einem Durchmesser von 180 mm die Bremsscheiben. Und hinten die etwas kleinere Variante mit einem Durchmesser von 160 mm. Außerdem ist am Hinterbau auch ein, Seitenständer verbaut. Im Alltag ist dieser ganz praktisch. Wenn ihr hauptsächlich so im Gelände unterwegs seid, dann könnt ihr euch dieses Gewicht definitiv auch sparen. Da könnt ihr den Seitenständer hier auch demontieren. Dann macht ihr den einfach weg und da habt ihr noch ein noch leichteres E-Bike auf jeden Fall. Für die notwendige Übersetzung ist vorne eine Einfachdrehkurbel verbaut mit nur einem Kettenblatt. Hinten hingegen haben wir eine Acera 9-Gang-Schaltung. Diese wird ganz normal hier schaltet man runter, hier oben schaltet man hoch, da zieht man mit dem Zeigefinger. Ja, typische MTB-Schaltung. Läuft auf jeden Fall sehr, sehr gut, wenn man sie eingestellt hat, hat man gar keine Probleme. Hinten ist ein Shimano Diore-Schaltwerk verbaut, auch hier natürlich in der 9-Fach-Konfiguration. Und ja, ich denke, man kann es schon gut sehen. Kleinstes Zahnrad, großes Ritzel. Die Kassette bietet eine wirklich sehr große Spreizung an Gängen. Wir haben sehr, sehr niedrige Gänge. Wir haben aber hier auch einen sehr, sehr hohen Gang, womit wir dann auch bei einer hohen Geschwindigkeit sehr gemütlich treten können. Die Schaltung verläuft auch absolut problemlos. Also die Gänge schalten sehr, sehr knackig und schnell. Das gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Als Reifen kommen hier Reifen von der Marke Kenda zum Einsatz, nämlich die Kenda 4. Die sind in einer Größe von, ich glaube, obwohl hier steht, 2,75 Zoll verbaut. Obwohl, das kommt mir relativ groß gerade vor. Warte, ich habe mich vertan. 27,5 Zoll, 2,35 Zoll natürlich nur. 2,75 wäre dann doch ein bisschen groß. Die haben ein schönes Profil. Ich bin sie auch schon ein bisschen im Offroad-Einsatz gefahren, auch schon an anderen Mountainbikes. Von daher kenne ich die Reifen. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr gut und da kann man definitiv nichts bemängeln.
Ja, wie bei einem Mountainbike üblich, ist auch hier eine Federgabel verbaut. In diesem Fall die Suntour XCT30. Ja, die XCT30, ja, da kann man sagen, das ist so eine typische Einsteigerfedergabel. Die wird häufig in dieser Preisklasse verbaut. Sie bietet alles, was man sich so als Einsteiger wünschen kann. Die Vorspannung kann hier ja auf das individuelle Körpergewicht angepasst werden. Und hier drüben gibt es auch noch eine ja, Lockfunktion. Damit könnt ihr die Federgabel sperren, wenn ihr jetzt auf Asphalt unterwegs seid, damit nicht so viel Tretenergie verloren geht und Bewegungsenergie umgewandelt wird, könnt ihr die Federgabel dann sperren und dann passt das schon. Ja, was gibt es sonst noch sozusagen? Es sind ja normale Schraubgriffe verbaut, das gefällt mir auf jeden Fall. Die verdrehen sich nicht, die sitzen wirklich sehr, sehr gut und fest. Da gibt es gar nichts zu bemängeln. Ja, hier ist ein, ich weiß gar nicht, von welchem Hersteller dieser Sattel ist. Bin ich mir nicht ganz sicher. Typischer MTB-Sattel ist jetzt für meine Bedürfnisse nicht so ganz das Beste und nicht bequemste. Da kann man immer noch mal selber dann schauen, was einem da besser passen würde. Die Verstellung hier ganz nur einfach mit einem Schnellspanner. Ebenso auch das Laufrad vorne, typischer Schnellspanner befestigt. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr gut. Als Pedale kommen hier Plattformpedale zum Einsatz. Ja, das sind typische, ich muss kurz fassen, das sind Kunststoffplattformpedale. Gut, Kunststoffplattformpedale sind nicht so das Optimale. Wenn die irgendwann mal nichts mehr sind, dann kann man hier auf jeden Fall auf Aluminiumpedale umrüsten. Aber erstmal reichen sie auf jeden Fall. Sie bieten zumindest einen guten Grip, bis diese Kunststoffnoppen hier dann irgendwann mal ja, abgetreten sind, sage ich mal. Ja, was gibt es sonst noch zu diesem E-Bike zu sagen? Da bin ich ehrlich gesagt ein bisschen überfragt. Ich denke, alles Weitere werden wir gleich einfach im Fahrtest dann herausfinden. Okay Leute, dann starten wir jetzt mal den Fahrtest mit dem Fischer Montes 2.0, welches ja wie bereits angesprochen weitestgehend baugleich ist mit dem Modell 2.1, welches aktuell am Handel erhältlich ist. Und ja, ich werde wie immer einfach mal so ein bisschen ja, dazu labern, was mir so einfällt, was so meine ja, Erfahrungen bisher so sind. Ich habe das E-Bike ja schon ein bisschen länger im Test und ja, damit möchte ich euch dann einfach mal so einen groben Rundumüberblick über dieses E-Bike vermitteln. Also es handelt sich ja wie gesagt um ein Einsteiger-E-Mountainbike. Preislich liegen wir hier so in der Preisregion bei ja, ca. 1.100, 1.200 Euro gibt es dieses E-Bike eigentlich dauerhaft im Angebot, immer irgendwo am Markt. Dementsprechend sind hier natürlich keine so hochwertigen oder Carbon-Komponenten. Wir haben hier eine Einsteiger-Federgabe, Einsteiger-Schaltungskomponenten. Da muss man sich auf jeden Fall dessen bewusst sein. Ja, das ganze Mountainbike entspricht so ungefähr den Ansprüchen eines ja, Cross-Country-Mountainbikes. Das heißt, es ist jetzt kein Downhill-Modell, sondern eher etwas ja, für leicht gesetztere ja, Wald- und Feldwege. Ja, so viel dazu auf jeden Fall schon mal. Der Motor gefällt mir auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut bei diesem E-Mountainbike. Das kann ich euch auf jeden Fall sagen. Angegeben ist der mit 45 Newtonmeter Drehmoment. Und ja, das erreichen wir hier auch definitiv. Da vorne kommt sogar jetzt gleich einmal ein etwas ja, steilerer Berg. Ich werde mal ein bisschen runterschalten und dann schauen wir mal, ob wir da hochkommen. Ich bin eigentlich sehr guter Dinge und lassen wir uns einfach mal ein bisschen treiben. Ich sage euch Bescheid, wenn es wirklich sehr anstrengend wird, aber bisher kommen wir absolut problemlos hoch. Wir sind jetzt in der absolut höchsten Fahrstufe, Fahrstufe 5, 4 ist das. So, jetzt müssen wir tatsächlich doch schon mal ein bisschen runterschalten. Wir sind jetzt hier im ersten Gang unterwegs, aber es geht immer noch
problemlos hier hoch zu klettern. Das ist gar kein großes Ding. Das haben wir auf jeden Fall mit Bravour geschafft. Jetzt fahren wir hier mal runter. So. Da kommen wir dann doch relativ sehr schnell auf Geschwindigkeit. Ja, runter geht immer ein bisschen schneller als hoch. Bleiben wir mal hier auf diesem schmalen Trail hier. Eben haben wir auch gesehen, die Bremsen. Wir haben ja hier hydraulische Scheibenbremsen. Die arbeiten sehr, sehr gut. Die gefallen mir wirklich überaus, wirklich sehr, sehr gut. Ich bin ja eigentlich von meinem eigenen E-Mountainbike bin ich die Scheibenbremsen von Shimano, nämlich aus der SRX-Serie gewohnt. Die haben wirklich einen sehr, sehr guten Druckpunkt. Und diese Nut-Scheibenbremsen stehen diesen tatsächlich eigentlich in nichts nach. Ja, hier kommen noch ein paar Wurzeltrails nochmal. Wie gesagt, wir haben ja hier ein Hardtail, das heißt, vorne haben wir eine Federgabel verbaut, hinten nicht. Da kommen natürlich alle Stöße durch. Da muss man dann sich ein bisschen hinstellen, ganz klar. Die Federgabel arbeitet aber auch sehr, sehr gut für eine Einsteiger-Stahlfedergabel. Ja, wie gesagt, die Bremsen, die hydraulischen Nut-Scheibenbremsen, haben einen sehr schönen Druckpunkt. Kann man sehr gut als Zweifingerbremse betätigen. Wenn ich jetzt, gut, wir sind jetzt hier nicht auf Asphalt, ich kann die jetzt aber mit einem Finger hier problemlos zum Blockieren bringen. Und wenn wir uns jetzt hier einmal kurz hier mit dem Vorderrad vor die Eisen, ist auch ein kleiner Stoppie möglich. Also die sind wirklich sehr, sehr gut. Das gefällt mir auf jeden Fall. Und da gibt es auf jeden Fall schon mal Pluspunkte, die dieses E-Mountainbike sammelt. Die Reifen, es sind ja Kenda Katre-Reifen verbaut. Die sind auch wirklich überzeugend. Typische Cross-Country-Konfiguration ist ja hier dann auch wieder verbaut. Das ist was für Waldwege. Auch Schlamm- und Sandpassagen lassen sich damit absolut problemlos fahren. Das gefällt mir auch auf jeden Fall sehr, sehr gut. Da gibt es nichts zu mängeln. Das ist perfekt. Natürlich gibt es auch einige Kritikpunkte. Ganz klar, wenn man jetzt hier mit in der Stadt unterwegs sein möchte, es gibt hier keine Beleuchtungseinrichtung. Die wird vom Hersteller mitgeliefert. Ist natürlich nicht fest verbaut. Das heißt, man ist selber dafür verantwortlich, dass man seine Akkubeleuchtung immer mit dabei hat. Und ja, auch, dass diese immer aufgeladen ist. Weiterer Kritikpunkt ist, dass der Motor immer einen ganz kleinen Moment zum Anlaufen benötigt. Ja, aber das ist hier nur so eine halbe Kurbelumdrehung. Das bin ich von einigen Herstellern deutlich, deutlich schlimmer gewohnt. Das geht tatsächlich sehr gut klar. Wir haben ja hier auch keine typische Geschwindigkeitssteuerung, sondern eine, ja, mit, ich sag mal, so eine stromunterstützende Unterstützung. Das heißt, wir können auch in der niedrigsten, in der Fahrstufe 1, bekommen wir auch eine Unterstützung bis zu der Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h, aber natürlich in einem niedrigeren Umfang als in der höchsten Fahrstufe 4. Das gleiche ist auch beim Fischer Zita 1.0 verbaut. Da hatte ich das damals noch falsch gesagt, ist mir im Test nämlich gar nicht so sehr aufgefallen, weil der Motor relativ schwach war. Aber hier merkt man es definitiv, dass auch die erste Fahrstufe bis ins hohe Tempo mit unterstützt. Was mir dann aber auch nicht so gefällt, ist der Sattel zum Beispiel. Der passt bei mir absolut nicht. Also den würde ich zum Beispiel sofort austauschen, wenn ich mir dieses E-Mountainbike kaufen würde oder auch wenn ich es jetzt behalten würde. Gut, das ist immer so ein persönliches Empfinden. Aber ich würde sagen, der muss auf jeden Fall ausgetauscht werden. Das passt bei mir null. Ja, eine Klingel haben wir auch immer mit dabei. Das ist auch immer schon mal sehr löblich. Gerade so auf Wald- und Feldwegen, wo dann doch nochmal irgendwo Passanten oder Wanderer sind, kann man sich damit schnell, ja, schnell auf einen aufmerksam machen. Die Schaltung schaltet sehr gut. Wir haben ja vorne die Acera Schalthebel. Hinten haben wir das Shimano Diore Schaltwerk. Das schaltet absolut verzögerungsfrei. Gar kein Problem. Gefällt mir sehr, sehr gut. Kann man nichts bemängeln. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt schon ein bisschen näher auf die Federgabel eingegangen bin. Ja, Stahlfedergabel lässt sich perfekt auf einen einstellen. Ist auf jeden Fall auch sehr gut. Da gibt es in dieser Preisklasse eigentlich nichts Besseres. Und das ist so diese Standard-Federgabel. Die ist auch in vielen anderen E-Mountainbikes und anderen Herstellern verbaut. Das ist sehr gut. Der 48-Volt-Akku mit der Kapazität von 422 Wattstunden.
soll laut Fischer bis zu 120 Kilometer Reichweite erzielen. Das habe ich in meinem Langzeittest jetzt nicht erreicht. Ich bin hier auf eine Reichweite von 70 Kilometer, kann man sagen, gekommen. Darüber hinaus nicht. Den Reichweitentest bin ich so hauptsächlich so auf Wald- und Feldwegen gefahren. Auch ein bisschen Asphalt, hauptsächlich im norddeutschen Flachland allerdings auch wieder unterwegs. Wie gesagt, wenn es ein bisschen hügeliger wird, wird die Reichweite entsprechend geringer. Ich bin auf der höchsten Fahrstufe allerdings immer gefahren. Das heißt, wenn man nur Fahrstufe 2 fährt oder nur Fahrstufe 3, kann man auch hier noch ein bisschen mehr Reichweite sicherlich rauskitzeln. Aber die Reichweite hängt von so vielen Faktoren ab, da ist es wirklich schwierig, eine realistische Einschätzung zu geben, die wirklich auf alle Fälle zutrifft. Deswegen muss man da immer selber ein bisschen dann zusammenreimen, wie man fährt und so. Aber wie gesagt, ich gebe euch trotzdem immer so ein bisschen Einblick, wie ich das Ganze so sehe. Die gummierten Schraubgriffe fassen sich gut an. Natürlich gibt es bessere, aber ich mag die. Die gefallen mir tatsächlich sehr gut. Das ist ordentlich. Da gibt es nichts zu bemängeln. Und wenn doch, dann kann man die immer noch mal austauschen. Der Lenker hat eine sehr schöne Breite. Also damit kann man wirklich sehr feinfühlig lenken. Das ist ja gerade im Mountainbike-Bereich, hat man immer lieber ein bisschen breiteren Lenker als zu schmal. Viele Billighersteller verbauen hier dann so normale Trekkinglenker. Das ist natürlich im Gelände Offroad überhaupt nichts. Aber das ist hier sehr gut gelöst. So, dann biegen wir hier mal ab. Also auch in meinem Fahrtest habe ich auch herausgefunden, die Kenda Katre bieten auch so, wenn man schnelle Kurven fährt, bieten die wirklich einen sehr guten Seitenhalt. Die kündigen aber den Grenzbereich dann auch wiederum sehr gut immer an. Das gefällt mir in jedem Fall sehr gut. So, hier brauchen wir die Klinge jetzt auch dann gar nicht. Ja, die Reifen haben natürlich auch ein relativ hohes Abrollgeräusch, sodass man dann doch schon von Weitem auch schnell gehört werden kann. Komme ich jetzt einfach mal so zu meinem abschließenden Fazit, zu dem Fischer Montes 2.0. Was sind so meine Eindrücke und Erfahrungen, würde ich euch dieses E-Bike empfehlen. Also ich persönlich bin wirklich sehr, sehr angetan von diesem E-Bike. Es fährt sich sehr, sehr leicht. Es ist wirklich für diesen relativ schwachen Motor, es ist dann durchzugsstark, weil wir haben eine schöne, knackige Übersetzung. Die Akkureichweite mit 70 Kilometern ist wirklich akzeptabel. Natürlich gibt es da Hersteller, die verbauen da größere Akkus, aber dafür zahlt man dann auch deutlich viel mehr Geld. Da muss man dann wissen, ob einem das dann wert ist. Für mich passt das so definitiv. Wenn ich nicht schon selbst ein E-Mountainbike hätte, dann würde ich auch tatsächlich definitiv dieses auch für mich persönlich behalten und nicht dann nach meinem Test wieder weggeben. Also es hat schon einiges zu bedeuten. Den Hemiway Cruiser zum Beispiel aus einem meiner Tests, da werde ich noch die nächsten Testvideo veröffentlichen, den habe ich auch behalten, weil der mir einfach so gut gefällt. Da habe ich mir dann gedacht, komm weg mit dem alten, das nehme ich jetzt, weil das ist einfach so ein Favorit von mir. Und genauso würde sich das auch hier verhalten. Was sind so die Negativfaktoren? Der Sattel gefällt mir zum Beispiel gar nicht. Ist wieder so ein persönliches Empfinden, aber der sollte auf jeden Fall weg. Mich persönlich stört das Fehlen der Beleuchtung jetzt nicht. Andere Leute stört das, da sollten die dann vielleicht eher Richtung Tracking-E-Bike schauen. Aber das ist halt so ein typisches Problem bei E-Mountainbikes. Also preislich würde ich dieses E-Mountainbike empfehlen, wenn ihr es wirklich im Angebot zu einem Preis von 1.100, höchstens vielleicht 1.200 Euro ergattern könnt. Da kriegt ihr dann wirklich was sehr, sehr Solides, wo man wirklich absolut nichts zu sagen kann. Das ist dann wirklich sehr, sehr gut. Ich würde dann mal sagen, wenn ihr noch mehr zu diesem E-Bike erfahren möchtet, dann schaut doch gerne auf meinem Blog vorbei. Der heißt ebiketester24.de. Und ich werde dann jetzt diesen Test hier einmal beenden. Wir gucken uns noch einmal gemeinsam das E-Mountainbike im Kompletten an. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann bei meinem nächsten Video. Und bis dahin, ciao.